Au, oh, der hat gesessen. Was machen wir denn hier? Ah, ich kann das hier machen. Aua. Das war ein Brot. Trotzdem tat's weh. Oh mein Gott, ich werde hier drauf gehen. Ich werde hier sowas von drauf gehen. Komm, der ist ganz nah. Du hast ihn fast. Das war super knapp. Oh. Hey, ich habe gerade das Material durchgeschaut und wollte ein paar Sachen dazu sagen. Also chillen wir uns eben an Lavasee und hoffentlich werden wir nicht von einem Gas getroffen. Der Shader ist zwar extrem hübsch, aber er ist ein bisschen dunkel. Ich habe versucht, mit Fackeln dagegen zu steuern, arbeite aber an Allgemeinlösung. Seid da nicht zu böse mit mir. Ich habe nur die spannenden Stellen reingenommen. Zusätzlich hat Danger die ganze Folge gestreamt, während ich aufgenommen habe. Wir wollten das mal probieren. Es fällt ein, zwei Mal vielleicht auf und ich werde das demnächst ein bisschen anders machen. Wollte ich aber nur vorwarnen, was das angeht. Und ich weiß natürlich, wir suchen für Immersive Engineering die Netherbricks in Barrenform und nicht in Blockform. Und man kann die einfach schmelzen. Aber das war nur ein Test, das wisst ihr. Dann wird die Folge auf jeden Fall extrem spannend. Ich wünsche euch viel Spaß damit und bis gleich. Es reicht mir jetzt auch hier. Oh, Gott. Gott. Oh. Hey, zu einer neuen Aufnahme bei Minecraft Doors. Ich hab den... Hey, Danger! Danger ist wieder dabei, wie versprochen. Und wir werden uns heute die nächsten nötigen Ressourcen besorgen. Und zwar brauchen wir für unsere Immersive Engineering-Geschichten Netherbricks. Genau. Und deswegen gehen wir ein bisschen in den Nether. Und das ist auch das, wo ich mit weitermache an Modpacks mit diesem Modpack Immersive Engineering. Jetzt hab ich's. Und deswegen passt das eigentlich, dass wir das beide benötigen. Ja, das ist auch ein Zufall, dass wir es beide gleichzeitig benötigen. Auf jeden Fall ja, geht's jetzt zum Tor. Halt durch, ne? Ja, genau. Wir sind nicht die Rusher wie die meisten anderen. Wir gehen jetzt zum Tor und dazu müssen wir einmal in die Mitte der Map gehen. Und da sollen die Tore sein. Lass uns mal eben das Tor suchen. Also wir müssen, wenn ich mich nicht irre, hier reingehen. Richtig. Jetzt. Nach oben. Oh Gott! Das mit einem Elevator und... Wow. Hier sind vier Tore, momentan ist aber nur das... Hallo? Achso, ja, ja, das Netherportal. Momentan ist halt nur das hier offen, die anderen werden nachgereicht. Wahrscheinlich mit jeder Tür öffnet sich auch eine neue Dimension. Oh, du bist schon unterwegs. Ja. Jetzt bin ich alleine. Und jetzt werden wir auch... jetzt werden wir auch den Shader erleben, wie er hier aussieht. Du solltest unbedingt Rüstung anziehen. Okay, wir haben ein bisschen... Oh, ich sollte auch Rüstung anziehen. Oh mein Gott. Ich hoffe, es passt mit dem Ton. Ich würde die Hustle Creatures noch ein bisschen runterziehen, weil hier sind mehr. Ja, hier ist das Tor. Wir sind im Nether. Es ist mega gefährlich. Es ist in der Oberwelt schon wahnsinnig gefährlich. Und hier wird es wahrscheinlich noch ein bisschen gefährlicher werden. Warst du denn hier schon drin? Nein, noch gar nicht. Ich habe das mit dir. Mach dir mal zur Sicherheit ein Waypoint beim Portal, sonst suchst du das irgendwann. Okay, das ist natürlich clever. Ja, weil hier kann man es nicht so einfach mit den Mauern bestimmen. Dafür haben wir diese Karten-Geschichte mit drauf. Diese hier. Waypoint. Oh, ich bin noch gar nicht so weit hier drin rumgelaufen, sehe ich dann auf der Karte. Ist echt klein. Ich glaube, das Portal ist bei 0-0. Ja. Oder. Es ist auf jeden Fall bei 0-7. Merkwürdig. Hey, bei mir ist das bei 8, 62. Ah, doch, minus 0. Ja, das 62 ist nur die Höhe. Die Höhe, ja, logisch. Ja. Ach, die coolen Kids, die sagen das immer ohne. Okay, bin uncool. Auf der die Suche zu den Netherbricks. Ein bisschen Soulsand sollten wir vielleicht auch. Wir sollten allgemein ein paar Sachen mitnehmen. Wir können übrigens, wenn ich mich nicht irre, Netherrack einfach brennen. Und dann haben wir auch Netherbricks, was wahrscheinlich jeder weiß. Ja, alle außer ich. Ich glaube es zumindest. Wenn es nicht so ist, schneide ich es raus. Damit du nicht als Loser dastehst, der nichts weiß. Ja, ich weiß so wieder. Das kann man sich doch nicht erlauben, wenn man Knutorials macht. Ja, dann wird der Hate wieder groß werden. Oh cool, was machen die Imps denn? Diese... Was ist das? Ein Imp? Okay, den lassen wir mal lieber in Ruhe, würde ich sagen. Ja, oh, Magma-Blöcke klingen auch cool, aber ich glaube, die sind nicht so viel für die Mods. Aber damit kann man ganz coole Fallen und sowas bauen. Richtig. Habe ich nämlich auch gesehen, das Video darüber. Oh, hat jemand ein Video darüber gemacht? Wer war denn das? Ja. Irgend so ein komischer Typ auf YouTube. Ja, ich habe es mir nicht gemerkt. Tutorials guckt man dir einfach nur an und dann geht's weiter. Das ja, aber ich muss halt sagen, deine haben mir da echt schon viel geholfen, gerade bei Life in the Woods. Danke. Ja, da gab es auch nicht viel zu, muss man tatsächlich sagen. Da haben wir das erste Kobalt. Kobalt können wir noch nicht abbauen. Für Kobalt brauchen wir noch ganz andere Sachen. Ach, das markieren Kobalt wir uns mal. War, nee. Ja, nicht Kobalt brauchen wir Kobalt? Wie soll das denn gehen? Nee, wir brauchen Stufe Kobalt.
Das kriegen wir mit Tinkers Construct. Dafür machen wir uns gleich mal. So, wir machen uns direkt einen Wegpunkt. Safe. Dann. Und jetzt finden wir es wieder. Ja, wir sind natürlich gut ausgerüstet. Wir haben unsere fancy Eisenrüstung ohne Verzauberung. Wir haben Eisenschwerter ohne Verzauberung. Wir haben auch nicht aus Tinkers Construct oder so. Wir haben natürlich alles, was man braucht. Ein paar Brote geschmiert von Mama. Ghostwood Zeppling. Ja. Von Natura. Natura. Hast du die Textur? Ich sehe hier eigentlich alles, glaube ich. Auch wenn du die abgebaut hast? Krass, was ist denn bei mir da falsch? Ja. Ich weiß nicht, ob du den Setzling meinst du? Den habe ich noch nicht gekriegt. Ach so, oh, da, guck. Was ist das? Nee. Da habe ich auch keine Textur für. Okay, gut. Ich hab's nicht. Nein, gemacht. Der Enderman hat mich. Oh fragt, Gott, fragt, warum? Fragt. Was machst du da? Wir können ihn nicht besiegen! Hau dich ein! Oh Gott, wir können ihn nicht besiegen. Boah. Wie viel hast du noch? Du hast ja noch richtig viel. Ach Gott. Ja. Ey, gegen diese verdammten Mistviecher am Anfang, die alle ultra stark sind einfach, die Eisenrüstung einfach so durchschlagen, ist das halt nichts gegen so ein normales Mob zu kämpfen. Oh, jetzt sind wir ja wieder hier. Ja, ich weiß auch nicht, wir kommen auch nicht weiter, wir laufen immer im Kreis. Komm, lass uns mal weitergehen. Ich glaube, wir müssen wieder, entweder gehen wir hoch oder wir gehen wieder zurück. Ich würde sagen, da hinten hoch. Okay. Weil wenn das nämlich nicht stimmt, dass man diese Netherracks brennen kann für die Bricks, dann haben wir ein Problem. Es gibt es ja noch Netherbricks und die meinte ich ja und die kriegst du aus Netherrack. Wann? Hat irgendjemand schon so eine richtig schöne Verzauberungsstation gebaut? Ich weiß das nicht so genau. Tatsächlich habe ich hab die Bücher eher dafür. Zumindest zum Teil, zum großen Teil. Also, ja, zum mittleren Teil. Also ich habe nur heute mal bei allen so ein bisschen reingeschaut, jetzt nicht die ganzen Parts geguckt, das wäre ja auch mega lange, ey. Ich habe ganz viele geguckt. Ich habe alle geguckt! Natürlich habe ich alle geguckt. Wir müssen ihn töten. Oh Gott, wir schaffen es nie. Auch mit dem Leck ist das. Hä? Es ist weg. Wirklich krass gerade. Wo ist er hin? Er ist jetzt da unten abgehauen. Echt? Ist er runter? Okay. Komm da wieder hoch. Achso, da. Alter, war das knapp. Gegen was kämpfst du denn da schon wieder? Da ist schon wieder so ein Gast. Wow, super viel Kobalt hier. Der hat mich mega knapp. Der hat mich fast erwischt, aber wo ist der? Können wir uns mal Bögen besorgen? Die sind gar nicht so schwer zu craften, wenn wir ehrlich sind. Guck mal, was hier ist. Was ist da? Da unten ist irgendein. Ach, das ist das Portal. Oh mein Gott, ich bin ja. Mega fail! Schwinde dann einfach immer. So, jetzt gehen wir in die richtige Richtung. Hoffentlich. Woher willst du wissen, dass es diesmal richtig ist? Ist sie auch nicht. Sie ist an allen Stellen ist sie zu. Ja. Das ist fantastisch. Oh, das Nether ist echt schön generiert. Da ist der Gas. Ich greife ihn gleich so an, ganz ehrlich. Ja, oh. Man kann spammen auf jeden Fall bei den Dingern noch, das geht. Oh, der bewegt sich auch super schnell. Ja, der hat dich fixiert, deswegen bleib ich mal weg. Ich könnte ihn treffen, wenn er sich nicht super schnell bewegen würde. Meinen Bogen habe ich aber keine Pfeile. Du hast bestimmt Pfeile, du willst nur, dass ich sterbe. Nö. Ich kriege ihn nicht. Er bewegt sich so schnell. Den hast du auch. Hab ihn! Und, aber eine Gastrin habe ich jetzt nicht gesehen. Ah, gehen wir gucken. Oh ja, ja, nice. Ruhig gucken. Ich snack mir die mal, ne? Also ich habe es jetzt auch. Hat er doch eine gedroppt? Ja. Cool. Oh Gott, da sind zwei Endermen bei dir. Siehst du die irgendwie magisch an oder so? Einen sehe ich, ja, da sind sie beide. Ne, eigentlich nicht. Ich meine, so schlimm sind die auch nicht. Ich habe mich nur so erschrocken. Was leckt bei dir manchmal? Ich habe keine Spitzhacke mehr. Clever. Ja, bau mal weiter. Ah, oh, wie blöd. Clevere Geschichte. Aber du hast ja alle Ressourcen dabei, um eine zu machen. Vorbereitung ist das halbe Leben, würde ich sagen. Ja, das Ding ist, mit was für einem Material? Material. Kann man ja nur mit Holz? Du hast eine Spitzhacke. Ach, du hast. Ach so.
Okay, danke. Immer vorbereitet sein. Das ist eher. Tipp, ein kleines Sub-Knutorial. Immer vorbereitet sein auch für alle Eventualitäten. Es macht sehr viel Spaß, einen neuen Weg zu finden. Keine Kohle mehr. Geil. So, jetzt sind wir hier durchgekommen. Und. Es sieht gut aus. Ja, oh Gott. Oh mein Gott. Lauf, 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 lauf. Vielleicht können wir eine Kettenreaktion erzeugen und uns in die Luft springen. Oh, da ist nicht hochgegangen. Krass. Oh Gott. Bam. Ja. Das ist nicht so gut. Oh Gott, das sind so viele. Oh mein Gott. Lauf, Danger. Hui. Und das ist wirklich ein Nitro-Creeper. Und. Oh. Hey, nee, ich will mal sehen, ob die was Cooles droppen. Oh, ich glaube, ich komme nicht weg, oder? Ah! Wir haben sie, wir haben sie, wir haben sie gleich! Nein! Ey, die aber einen viel hat zu viel geschlagen. Echt? Ja. Aber er hat nichts gedroppt oder der Drop wurde zerstört durch die Explosion. Ich hab ihn! Wo bist du? Oh Gott! Bist du schon unten drin? Nee, ich bin oben drauf, da wo wir die Creeper gekillt haben. Ah, okay. Ach, du bist hier. Ja, ich komm hoch. Nee, nee, ich bin direkt hinter dir. Wir können auch hier rein. Wir müssen nicht in den anderen. Okay, okay. Ich habe nur relativ wenig. Hast du noch Fackeln? Ja, 43, gib dir mal so die Hälfte. Danke. So, ich habe nämlich vorhin wirklich viele gesetzt. Ja! Oh, Netherwarzen. Woo! Hier mein Glück. Einfach alles mitnehmen, ne? Ja. Da ist noch einer. Oh, ich hörte Enderrods. Enderrods? Enderrods, Bloodwood. Quatsch. Krass. Du meinst Lohn. Ja, diese, ich höre hier welche irgendwo. Danger, du meinst Lohn. Lohn, genau. Lohn. Ich bin hinter dir. Da merkt man, wie lange ich schon nicht mehr in einem Nether war, aber so ist das halt. Überwiegend spiele ich ja Minecraft auch, wenn ich es privat jetzt gar nicht so aufnehme und privat zocke. Auf einem Server, wo es kein Nether-Portal gibt. Ja, deswegen ist, ja ist das. Besten. Der muss über uns sein, oder? Meinst du, ist ein Lohn-Spawner? Nee, eigentlich, also von der. Kann eigentlich nicht von der Lokalisierung her. Weil hier kommen wir ja wieder raus. Hier sind wir hergekommen. Wir sind übrigens von den Ressourcen her relativ klamm mittlerweile. Was Fackeln. Ich hab sie gefunden. Die waren unten. Was Fackeln und so weiter angeht. Da, so, da drin sind die. Okay, ich guck mal nach. Oh mein Gott, das ist ein Lohnspawner. Ja, deswegen, ich würde mich da jetzt noch einen tiefer hinbauen. Oh, mein Gott. Aber die kommen gerade nicht. Wow, ja, wow, so wow. Lohnrouten sind natürlich, die sind natürlich schon, köstlich. Ich glaube nicht, aber bau nicht den Spawner ab. Den Spawner brauchen wir noch. Heftig, jetzt habe ich es leider gerade aufgemacht hier. Bau nicht den Spawner ab. Der ist noch. Den werde ich auch nicht abbauen. Ich will nur ein paar Routen. Ah, ich weiß nicht, ob wir einen Ruten. Oh Gott. Sie ist hier. Ich habe eine. Ja, sehr schön. Ja. Wow, wow. Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Also ich habe gesehen, da hinten geht's besser. Halt, stopp. Schießen die durch die Zäune durch? Oh, das ist sehr merkwürdig, was sie hier machen. Vor allem, wie laut die sind. Wir sollten das nicht tun. Doch! Gefahr! Ja, das, dafür steht mein Name. Ja. Alter! Ich komm von hinten! Ah! Und das ist mega laut, warte mal. Ich muss mal gucken, dass ich den Sound irgendwie. Oh, ich komme nicht raus! Ich schnapp sie mir! Ranger, ich hab sie alle! Einen hab ich. Hast du einen? Oh, ja, ich hab ihn. Ich hatte gerade irgendwie. Ganz viele holen. Ich hatte eben gerade irgendwas. Boah, ist doch schön, dass das jetzt flüssig läuft. Gefällt mir. Alter, hier unten sind so viele, ne? Au, oh, der hat gesessen. Was machen wir denn hier? Oh Gott. Aber wie viel das sind, ne?
Oh, ich habe noch einen getötet. Nice. Ah, ich komme hier aber an die dran, wenn die... Auch einen erwischt. Die, die zu einem kommen, sind immer leichtes Fressen. Ja, aber wenn die so ein Pulk ankommen. Ach. Und wieder ein. Aua. Ausgewichen gerade. Ich bin innen drin, ich bin drin. Nein, dein Ernst? Ja, aber sie haben dich gut angegriffen gerade alle. Glaube ich. Bin ich mir nicht sicher. Komm schon. Oh, da bist du ja. Yep. Jetzt hätte ich dich fast. Oh mein Gott! Oh, raus, da ist noch ein Spawner, ich bin mir relativ sicher. Das vermute ich nämlich auch, weil da so viele sind. Ja, da ist noch ein Spawner hinter. Kann man den Spawner deaktivieren mit Fackeln? Geht nee, genauso? Nicht mit Fackeln. Da brauchen wir Glowstone. Okay. Ich hab zum Glück ein bisschen Glowstone. Ja, ist ja kein Problem, aber ich merke, es ruckelt bei mir auch ein bisschen. Ja, ich hatte vorhin richtig schön einen richtig krassen Lag. Zack. Oh. Egal. Das müsste reichen, hoffe ich. Nee, ich weiß nicht, ob es reicht. Denk mal, bei mir die Seite muss ich noch zumachen. Da, mindestens die. So. Das ist schön, weil da müssen wir den auch nicht zerstören. Ah. Willst du jetzt hier wirklich noch weiter? Nee, wir können auch noch hier oben weitergehen. In dem. Da war auch noch so ein cooles Holz, das würde ich gerne mitnehmen. Okay. Gleich wieder ein Waypoint machen. Neu. Was meinst du denn, Linnik, mit PvP, also 1.9 PvP ist übrigens aktiv? Guck mal, das ganze Projekt läuft da 1.10. Ja, ich kann das hier machen. Aua! Das war ein Brot! Trotzdem tat's weh! Da hab ich Laserwarzen gefunden. Ich hab eine Truhe. Oh, hier ist schon wieder ne, so eine Lore. Wo kam die denn jetzt her? Oh, das könnte aber jetzt knapp werden. Zwei Truhen. Ja, ich weiß, Cooldown, aber in so einem Moment, da kloppt man da einfach voll drauf. Hier, komm mal her. Da, nimm das und das. Und hier, du kriegst die Hälfte. Ich behalte die Schuhe aber. Die snack ich. Oh, ein Diamant! Ja, das sind drei Diamanten. Drei sogar, ja. Ich habe also sechs waren drin insgesamt. Molten Core, aber was sind denn das für Schuhe? Das sind die Dark Boots aus End.io. Ah, die sind halt kaputt quasi. Und man. Und das waren direkt zwei Truhen. Er hat so ein Glück. Hier. Ich habe dir doch die Hälfte gegeben quasi. Naja, ich habe ja Glück mit durch dich. Sei doch nicht so... Nicht so gierig, immer so ein. Hier ist noch ein Weg. Ernsthaft? Ich hab da abgesucht, da oben. Nee, hier unten. Aua. Goldschwert, toll. Ui, toll. Nice, hier ist schon wieder ein. Also ich bin so mega verwöhnt einfach. Aber es ist kein Spawner hier. Wo kommen die denn her? Ach was, das Goldschwert bleibt jetzt hier. Spawnerfinder. Ja, aber du, der Truhenfinder. Bin ich, ja. Nee, von hier bin ich doch gekommen, Truhen oder? Die sind auch cool. Den Truhe. Müssen wir halt verlinken. Oder die, ich weiß ja nicht, wie viele da arbeiten. Bei ein schöner Ring. Ein Chor. Gold. Diamant. Gold. Ich habe noch so Kerne gefunden. Dafür kann ich die nachher auch noch eingeben. Ja, und dafür habe ich nur 20 Euro ausgegeben. Ja, dafür ist es schon hervorragend. Also, meine Kollegen sonst immer ziemlich miese Mikros gehabt. Ja, wir sind jetzt voll out auf Ressourcen. Oh nein. Gott! Oh, shit. Danger, Hilfe. Ja, wo bist du? Bitte. Voll weit auseinander, habe ich das, glaube ich. Skelette! 10 höher gemacht. Ich bräuchte deine Hilfe. Ja, und der eine meint, ich bin laut genug, also... Nee, ist gerade beim Sound raus. Könnte mich... Och, jetzt ist da noch eine Ruhe, ich glaub's nicht. Warum spawnt denn hier alles? Ich frag dich, wo du runtergegangen bist. Hast du dich da reingebaut? Nee, ich bin einfach die Treppe runtergegangen. Oh Gott, noch eine! Noch ein Skelett!
Och, Danger. Ich brauche wirklich. Und auf der anderen Seite ist der Lo. Zwei Lohn. Ich glaube, es hackt. Und noch ein Skelett. Ich brauche wirklich deine Hilfe, ey. Ja, ich bin unterwegs. Das ist mein Ende. Oh mein Gott, ich werde hier drauf gehen. Ich werde hier sowas von drauf gehen. Ich habe keine Spitzhacke. Ach, ich muss mir eine Holzspitzhacke machen. Das ist ja unglaublich. Oh, jetzt wäre ich fast in Lava gelaufen. Mann, Gold. Ich finde dich nie. Ich habe Gold. Ja, geh da bloß nicht runter. Da ist so viel Kram, was ich umbringen will. Oh, jetzt bin ich erstmal ganz oben. Ach, da bist du runtergegangen. Ja, geh da nicht hin. Ja doch, ich hol dich jetzt. Nein, das ist tödlich. Glaub mir. Ja. Ich werde noch was nachzuholen, was Tode angeht. Ja, genau. Geh hoch. Ich habe Holzspitzhacken, ist alles gut. Golden Chestplate. Ich habe bloß leider auch keine Fackeln mehr. Okay, da ist wirklich krass. Ich habe jetzt auch kein Essen mehr. Ja, da ist richtig krass was. Du hast kein Essen mehr? Nein. Alter, wir haben es richtig gut gemacht. Wir waren gut vorbereitet. Jetzt bist du unter mir. Oh, ich bin oben. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Komm hoch, ich bin draußen. Wow. Das war schlimmster Festungsgang ever. Der Schleim machen wir noch eben platt vielleicht. Ich bin jetzt ziemlich risky. Weil die brauchen die Ressourcen. Ich hol ihn. Oh. Boah, wie weit der Leck, ey. Krass. Der liegt ja richtig da oben. Der Leck. Wäre nett, wenn mich nicht alle angreifen würden. Sind hier zu zweit Leute. Guck mal, die kleinen Niedlichen, die kommen zu mir. Ja. So, du, wie viel Spitzhacke ist deine Spitzhacke noch? Wie spitzhackig ist sie noch? Ja, fast down. Ach, Mann. So, wir müssten auch genug Netherbreaks jetzt haben, hoffe ich. Und sonst kann ich welche Dings noch schmelzen. Brennen. Komm, der ist ganz nah. Du hast ihn fast. Das war super knapp. Oh. Wollte ich anschneiden? Ich guck euch zu, wie ihr kämpft. Oh! Bam. Trickshot! Und jetzt hat er eine gedroppt. Nice. Ja, dann würde ich sagen, geht's zurück. Genau. Und ich habe echt damit gerechnet, die sich länger halten. Aber cool, ey. Wir haben jetzt einiges gefarmt. Das war doch auf jeden Fall erfolgreich, würde ich sagen. Ja, definitiv. Gerade weil wir die ganzen Truhen da rausgeholt haben. Jetzt ganz ehrlich. Wissen, wo wir Skelette sind. Ja, genau. Aber irgendwie markieren, ne? Ach, lass es einfach. Lass es aufmachen. Ist eine witzige Idee, aber wir wollen ja zusammen... Ja, jetzt hat... Nee, ich hab's... Ist jetzt so. Zu weiter. Ja, komm. So wollen wir nicht. Das ist ja, wir arbeiten ja alle zusammen und bla bla bla. Ja, das stimmt ja eigentlich, genau. Gedöns ist da jetzt und kein bla. Projekt gegeneinander. Nee, dann müssen es halt finden. Und wenn sie es finden, Glück gehabt. Ach ja, das ist der Baum mit den Setzlingen ohne Textur. Lustig. Den werde ich dann bei mir mal pflanzen, diesen Baum. In der normalen Welt? Wenn das geht. Meinst du, er gehört dahin? Er fühlt sich da wohl? Ich glaube nicht. Werden wir sehen. So. Portal da vorne. Ja, ich bin da. Oh, ich komme nicht hin. Angel. So oben drüber. Hört er mich? Ach hier. Na. Zack. Ach, da war noch offen. Okay. Tschüss, Nether. So. Haben wir gut gemacht. Und ja, find ich ab auch. Dafür. So, und was hast du alles Cooles? Ich habe coole Sachen. Wir haben Diamanten gekriegt. Ich habe ein paar Magma-Blöcke noch abgegriffen zwischendurch. Wir haben Sättel. Ich weiß, wo Pferde sind. Das wird richtig cool. Die Leute, die meinen Kanal verfolgen, wissen, dass das immer eine nice Nummer ist. Okay, da bin ich mal gespannt. Und wir haben ein bisschen Zusand, ein bisschen Nether Quartz und hauptsächlich Netherrack und Nether Bricks, wobei bei den Bricks dann irgendwann die Spitzhacke aufgehört hat. Und ich habe übrigens noch das hier unterwegs gefunden. Was, ein Ring? Ja. Was denn für ein Ring? Fire. Cool. Was macht der?
Den schauen wir uns beim nächsten Mal an. Er will's spannend machen. Tschüss. Ah, tschüss. Aber vielleicht sollte man das besser sagen. Ja, Danger, danke, dass du dabei warst. Hat Spaß gemacht. Wir haben den Nether auf jeden Fall gerockt. Ich wäre alleine, glaube ich, definitiv draufgegangen. Irgendwann an Punkt A oder B. Oder einfach zurückgegangen. Und wir haben echt viel hingekriegt. Nicht schlecht. Hier sind noch ein paar Karotten für dich. Vielen Dank für deine Hilfe. Ja, dann sehen wir uns. Bau deine Base weiter. Tschüss. Bis dann. Ciao. Dann hoffe ich, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und euch hat die Aufnahme gefallen. Dafür könnt ihr mir gerne ein Like da lassen und abonniert gerne den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich habe viel, viel vor. Lasst mir auch gerne einen Kommentar da, wie es war. Tut mir leid, dass Danger ein bisschen leise war. Würde mich aber sehr freuen, allgemein von euch zu hören und auch, was ich so demnächst noch machen soll. Schaut natürlich auch bei den lieben Danger dabei, der ist in der Videobeschreibung verlinkt, sowie alle anderen Projektteilnehmer. Und damit wünsche ich euch noch eine richtig geile Zeit. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Knut. Bis dann, habt eine geile Zeit. Ciao.